Herzlich willkommen zurück. Wir drehen jetzt das Prisma noch ein bisschen weiter um die Frage der KI-Kompetenzen und fragen, welche KI-Kompetenzen brauchen wir eigentlich? KI-ExpertInnen versus FachexpertInnen mit KI-Wissen drehen sich genau jetzt um dieses Thema. Wir haben zwei Lightning Talks à 5 Minuten und haben dann zwei weitere Personen im digitalen Raum, die wiederum darauf reagieren. Und ich bin sicher, in der nächsten halben Stunde es gibt einen interessanten Diskurs. Der eine der beiden Präsentatoren ist Steffen Brandt. Er ist Mitarbeiter im Open Campus CH im Bereich Lehre von Data Science und Machine Learning. Und mit ihm präsentieren wird Dr. Joanna Grah, Scientific Associate at Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Wiederum darauf reagieren werden Rolf Bardeli als Lead Data Scientist bei Vodafone und Professor Dr. Stefan Harmeling, Leiter der Arbeitsgruppe Machine Learning am Institut für Informatik der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und wir sind sehr gespannt, was der Outcome der nächsten halben Stunde sein wird. Ja, vielen herzlichen Dank. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich beginne mal direkt mit meiner Präsentation. Und zwar wollte ich noch kurz dazu sagen, dass das, was wir jetzt hier präsentieren, also mein Kollege Steffen Brandt und ich aus dem KI Expert Lab Hochschullehre und dem Arbeitsbereich Qualifizierungskonzepte tatsächlich entsprungen ist. Und wir freuen uns sehr, das heute hier präsentieren zu dürfen und auch darüber diskutieren zu dürfen. Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Heinrich-Heine-Universität, am Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science und bin primär zuständig für die interne Weiterbildung. Also wir sind eben eine fakultätsübergreifende wissenschaftliche Einrichtung an der Heinrich-Heine-Universität und wir möchten dafür sorgen, dass sich die Themen KI und Data Science nicht nur in der Informatik verbreiten, sondern wir das eben auch an alle Fachbereiche und an alle Fakultäten an der HHU weitergeben können. Und dazu werde ich heute zwei kleine Beispiele präsentieren. Und ich beginne mit dem Masterstudiengang, den wir seit 2 Jahren anbieten. Also der ist noch sehr neu. Der heißt AI and Data Science. Also es ist ein 2-jähriger Master mit 120 Credit Points. Und auf der rechten Seite der Folie sehen Sie auch den Semesterverlauf. Und Sie sehen auch, dass es da sehr, sehr viele Wahlmöglichkeiten gibt. Also es beginnt mit Grundlagen in der Mathematik und der Statistik und natürlich auch ein bisschen Programmierung, Machine Learning. Und dann geht es eben ganz schnell in diese Elective Courses. Und da gibt es in dem Fall 4 Schwerpunktbereiche, nämlich, das haben wir gerade schon gehört, das Natural Language Processing, dann Artificial Intelligent Methods, dann gibt es die Life Sciences und es gibt auch einen Schwerpunkt auf Mathematik und Statistik. Es ist auf jeden Fall so, dass der Masterstudiengang sehr interdisziplinär ausgerichtet ist und außerdem auch sehr praktisch ausgerichtet ist. Also man sieht, dass es am Ende des 2. und 3. Semesters diese sogenannten Lab Rotations gibt. Also hier wird der Praxisbezug hergestellt und es ist eben so, dass dann Studierende beispielsweise in Unternehmen gehen und dort eben praktische Erfahrungen sammeln. Manchmal gehen sie dann auch in Forschungsinstitute oder in Forschungsgruppen an der HHU, aber das passiert eher seltener. Und das letzte Semester ist eben dafür da, um die Masterarbeit zu schreiben. Als fachliche Voraussetzung sollte man einen Bachelorabschluss im Fach Mathematik oder Informatik besitzen, vielleicht auch in Physik, Elektrotechnik oder anderen verwandten technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen. Was vielleicht bemerkenswert ist, es wird hier gerade am Anfang, wie man ja sieht, ein Schwerpunkt auf Mathematik oder auf mathematische Grundlagen gelegt. Deswegen sollte man schon ein paar Credit Points in Mathematik mitbringen. Es ist aber nicht so, dass irgendwelche Programmierkenntnisse vorausgesetzt werden. Und ich habe eben gehört, dass es ziemlich gut auch schon funktioniert mit den Studierenden, dass man quasi on the go ein bisschen programmieren lernt. Das finde ich ziemlich bemerkenswert. Hier sind noch mal so ein paar Statistiken. Also da der Studiengang ja nun erst 2 Jahre existiert, gibt es momentan immer so 40 Studierende. Tatsächlich war das dieses Jahr so, dass sich viel, viel mehr Leute darauf beworben haben, also 2000. Das heißt, die Nachfrage ist auf jeden Fall sehr groß. Natürlich ist es halt leider auch hier so, wie in allen technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen, dass es leider einen geringeren Frauenanteil gibt, aber immerhin gibt es von 85 Studierenden 27 Frauen. Und auf der rechten Seite haben wir noch mal ein bisschen die Bildungshintergründe von den Studierenden aufgeführt, nämlich was man sich eigentlich schon denken konnte, gibt es da primär MathematikerInnen und InformatikerInnen,
auch Studierende aus den Ingenieurwissenschaften, aus der Physik und dann eben noch ein paar vereinzelte andere naturwissenschaftliche Fächer, aus denen die Studierenden kommen. Das zweite Beispiel, was ich gerne noch geben möchte, liegt mir am Herzen, weil ich tatsächlich da auch beteiligt bin. Das ist nämlich die KI-Weiterbildung für DoktorandInnen an der HHU für alle Fächer. Und seit diesem Semester bieten wir das auch für NachwuchswissenschaftlerInnen an, also für Postdocs, für JuniorprofessorInnen. Und momentan ist es so, also wir nennen die Serie HiCard Learn, dass wir Kompakt-Workshops anbieten im Rahmen von ca. 8 bis 12 Stunden. Die finden dann so an 2 bis 3 Tagen, also Vormittagen zum Beispiel, statt. Kann man sich dann auch in den Graduiertenakademien bei uns an der HHU anrechnen lassen. Und wir haben das momentan aufgeteilt in Workshops für AnfängerInnen und für Fortgeschrittene. Und wiederum aufgeteilt eben in die beiden Zielgruppen, wie ich gerade schon genannt habe, DoktorandInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen. Wir haben das letzte Semester gestartet, im Sommersemester, mit dem Anwendungsschwerpunkt der Medizin und der Biologie. Und dieses Semester kommen auch die Geisteswissenschaften glücklicherweise dazu. Und ja, zu den Inhalten kann ich sagen, dass für den AnfängerInnenkurs tatsächlich wir gar keine Voraussetzungen erwarten, also auch keine Programmierkenntnisse, keine Mathematikkenntnisse. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr grundlegende Einführung in das Thema der künstlichen Intelligenz. Wir werden nicht nur technische Sachen besprechen, sondern auch ganz klaren Schwerpunkt auf ethische Fragestellungen legen, zeigen, was KI momentan schon kann, was es aber eben auch nicht kann, dass vielleicht das gängige Bild, das doch noch in der Öffentlichkeit herrscht, vielleicht gar nicht so nah an der Realität dran ist. Und eine kleine Einführung in die Programmierung mit Python geben. Natürlich kann man jetzt nach 8 bis 12 Stunden nicht erwarten, dass man danach ein neuronales Netzwerk programmieren kann, aber damit fangen wir an. Und ich möchte noch betonen, dass es bei dem Aufbaukurs dann genauso, dass wir einen großen Schwerpunkt auf die Vernetzung der WissenschaftlerInnen untereinander legen. Und genau, im Aufbaukurs geht es dann eben noch ein bisschen tiefer in die Materie und da werden dann auch ein bisschen die Funktionalitäten hinter neuronalen Netzwerken erklärt, die Mathematik des Deep Learning und wir haben auch in vielen Kursen dann Schwerpunkt auf die Bildverarbeitung und auf Convolutional Neural Networks. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Und ja, mein Kollege Steffen Brandt wird jetzt noch ein drittes Beispiel in der KI-Lehre bringen. Vielen Dank. Ja, Johanna, du kannst ja die Folie einmal für mich weiterblenden. Genau, vielen Dank. Johanna hat jetzt 2 Beispiele vorgestellt, die einmal ein Data Science Master, der zeitlich relativ umfangreich ist dementsprechend und ein relativ kurzes Angebot von 8 bis 12 Stunden. Und ich wollte jetzt einfach mal ein oder eigentlich auch so ein bisschen 2 Optionen darstellen, die so ein bisschen im Mittelweg gehen. Und wir haben uns bei Open Campus, das ist ein gemeinnütziger Verein aus Kiel, der in Kooperation, aber auch mit lokalen Hochschulen und inzwischen auch anderen Angebote anbietet, die Studierende sich auch als ECTS anerkennen lassen können, uns in den letzten 1 oder 2 Jahren ein Machine Learning Programm aufgebaut. Und wenn du auf die nächste Folie einmal weitergehst, sieht man so ein bisschen, wie das aufgebaut ist. Und im Endeffekt haben die Teilnehmenden bei uns 2 Optionen. Die müssen nicht diesen Machine Learning Degree komplett durchlaufen, der jetzt 12,5 oder man könnte sagen 15 ECTS, weil man die Hackathons, also man muss an mindestens einem Hackathon teilnehmen, wenn man den mit einrechnet. Die können auch einfach sagen, ich will nur einen bestimmten Kurs wählen und nehmen dann halt einen 5 ECTS Kurs oder 2,5 ECTS Kurs und machen das dann halt, haben nur ein spezielles Angebot, was sie sich raussuchen. Aber im Endeffekt ist das so, dass man im Rahmen von so einem Zertifikatsprogramm, könnte man auch sagen, dann eine Einführung kriegt in das Thema und dann eine Fortbildung auf einem eher technischen, das ist dieser Deep Learning from Scratch, wo man wirklich von Grund auf die technischen Grundlagen beigebracht bekommt und die Optimierungsalgorithmen selber implementiert. Oder bei dem TensorFlow-Kurs, wo man eher so, wenn man gerade auch weniger Programmierkenntnisse vielleicht hat, das Ganze als so eine Art Blackbox betrachtet und versucht zu optimieren, die Algorithmen in einer guten Form, möglichst optimalen Form zu benutzen und dann eben ein paar fortgeschrittenere Kurse, wie jetzt für NLP, GANs oder Computer Vision. Der Dreh dabei bei uns ist, also der Fokus bei uns ist ganz klar, dass das für Umsetzung gedacht ist. Alle Projekte bei uns fangen direkt an, in der ersten Woche sozusagen mit Programmieren. Und das Abschlussprojekt ist immer für uns das entscheidende Kriterium. Also die Teilnehmenden in allen Kursen werden zu Teams zusammengeführt von 2 bis 4 Leuten, in denen sie dann ein Abschlussprojekt, ein Machine Learning Projekt vorstellen und das ist dann sozusagen ihr Prüfungsprojekt. Und wenn du auf die nächste Folie direkt einmal weitergehst,
Das sieht man hier dann auch nochmal, wie ist das bei uns aufgebaut. Also wir nutzen hauptsächlich Online-Kurse, viel Massive Open Online-Kurses, aber auch andere, die einfach online zur Verfügung stehen. Für den NLP-Kurs jetzt zum Beispiel einen Hugging Face-Kurs, also auch von einem amerikanischen Anbieter, der vor 6 Monaten rauskam. Und verbinden das praktisch dann mit lokalen Experten, die zum Teil aus Unternehmen kommen, aber die das alle ehrenamtlich machen oder auch früher an den Kursen selber teilgenommen haben und bilden dann lokale Lerngruppen, mit denen wir den durch diese Kurse dann gehen. Also bei uns ist dann der Auftrag der Lehrenden eher ein kuratierender und coachender und weniger der des Lehrmaterials erstellen, was uns die Möglichkeit gibt, da relativ flexibel auf die Inhalte einzugehen. Und wenn du auf die nächste Folie noch einmal eingehst, um das noch mal ein bisschen konkreter zu machen oder auch verdeutlicht zu machen, diesen Fokus bei uns auf die Projekte sozusagen. Also wir haben inzwischen eine kleinere Projektdatenbank aufgebaut, wo wir bestimmte Projekte oder wo die Teilnehmer dann am Ende des Semesters ihre Projekte veröffentlichen können. Das ist einerseits cool für die Leute, die neu anfangen, um zu sehen, was ist überhaupt möglich, wenn ich einen bestimmten Kurs mache. Und um das vielleicht noch mal einen Schritt konkreter zu machen, habe ich jetzt mal auf der nächsten Folie ein Beispiel rausgehoben, weil bei uns, was ich nochmal dazu sagen muss, ist, dass es halt auch ein nicht nur ein studiengangsübergreifendes Angebot, sondern auch ja, hochschulübergreifendes und es können eben auch Schüler, Rentner, Young Professionals mitmachen, ganz unterschiedlich und gerade bei den fortgeschrittenen Kursen sind dann auch schnell eben wissenschaftliche Mitarbeiter viele dabei und da ist zum Beispiel dieser TensorFlow-Kurs eigentlich ein gutes Beispiel, der eigentlich einer der ist, wo man ein bisschen Programmiererfahrung mitbringen muss, aber nicht viel, kein Vorwissen haben muss in Machine Learning und kann dann zum Beispiel solche coolen Projekte machen wie das, was da jetzt ist, wo jemand der eben Vorwissen, also ein fachliches Vorwissen hatte aus dem Bereich der Flugzeugkonstruktion in dem Fall, wo ich mich überhaupt nicht drin auskannte jetzt und dann ein Modell geschrieben hat, was eben Tragflächen konstruieren konnte oder also er hat reingegeben, wie viel Auftrieb soll so eine Tragfläche haben und das Modell hat ihm dann praktisch die Form des Flügels konstruiert. Und das ist viel mehr fachliches Wissen, zu wissen, worauf kommt es an bei dieser Konstruktion, als dann dieses technische, was man eigentlich braucht für das Modell. Und das Ganze war dann im Rahmen von einem Kurs, der 5 ECDS hatte und eben 6 Monate gedauert hat, oder ein Semester, Entschuldigung, also 3 Monate. Und man kann da eigentlich sehr viel dann schon erreichen, ohne großes Vorwissen, also innerhalb von 3 Monaten. Das ist vielleicht so ein bisschen so dieser Mittelweg zwischen diesem Data Science Master, den Johanna beschrieben hatte, und vielleicht diesem Einstiegskurs von 8 bis 12 Stunden, so in dem Bereich spielt es ab. Und das waren eigentlich so die Beispiele, die wir als Input mal erstmal geben wollten, um die Diskussion vielleicht so ein bisschen jetzt anzureizen, ja, oder zu fragen, was eigentlich die Angebote sind, die wir jetzt brauchen. Und genau, damit wäre ich auch durch mit meinem Teil. Und ich glaube, als Einstieg wäre meine Frage eigentlich direkt an Herrn Badeli von Vodafone. Oder erstmal willkommen noch in der Runde von mir, Herr Hamling. Wir hatten uns vorher ja noch gar nicht gesehen. Genau, aber die Einstiegsfrage von mir an Herrn Badeli wäre, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein neues Teammitglied bei sich anstellen müssen im Data Science Team, sage ich jetzt mal, und da kommt jemand und hat einen Data Science Master jetzt, ist also eigentlich, würde man annehmen, wird das ausgebildet, was Sie suchen, und es kommt ein anderer, der hat vielleicht einen naturwissenschaftlichen Studiengang belegt und hat keinen expliziten Master, hat aber diverse Projekte gemacht. Und der Kollege, die Person, die den Data Science Master gemacht hat, hat zum Beispiel kein GitHub Repository oder keine Projekte, praktischen Projekte, die es vorweisen kann. Wo würden Sie da eigentlich tendenziell oder nach welchen Kriterien urteilen Sie dann? Nehmen Sie dann den klassischen, also wie wichtig sind Projektvorerfahrungen bei Ihnen? Ja, also ein wichtiger Teil dessen, was wir uns in unserer Auswahlverfahren angucken, sind, was man typischerweise Hard Skills nennt. Weil ich meine, dass solche Hard Skills, also programmieren können, Methoden durchdringen, mathematische Grundbildung mitbringen, dass die sich sehr, sehr schwer während der beruflichen Tätigkeit nachholen lassen. Und letztlich das Fundament sind, auf der man aufbaut. Natürlich ist es toll, wenn jemand diese Hard Skills auch schon mal in der Praxis eingesetzt hat und ein klarer Vorteil und der sozusagen nicht jeden Anfängerfehler dann auf der Arbeit nochmal machen muss. Aber
ich sag mal, das ist leichter in der Praxis durchzuleben und da Erfahrungen zu sammeln, als nochmal irgendwie von vorne lernen zu müssen, was denn eigentlich programmieren. Okay, also doch, dass die Grundlagen entscheidend sind bei Ihnen, gerade jetzt in dem Data Science Team wahrscheinlich dann auch. Oder gibt es da auch viele Leute bei Ihnen im Team, die aus dem fachlichen Bereich kommen, einfach weil sie zum Beispiel Elektrotechnik irgendwie, ist jetzt schwer zu sagen, in welchen fachlichen Disziplinen Sie dann die Anwendungen einsetzen, aber wie stark ist da der Anteil von Leuten, die eher aus dem Fachbereich kommen, indem sie die Algorithmen anwenden und derer, die aus dem technischen oder aus dem Grundlagenbereich kommen? Wir sind eigentlich da sehr technisch aufgestellt. Ne? Also typische Mitarbeiter sind Mathematiker, Statistiker, Informatiker. Klar, je mehr zusätzliches Domänenwissen man mitbringen kann oder im Job erlernen kann, desto leichter fällt es einem, mit der Fachseite dann zu sprechen oder eben auch seine eigenen Ideen zu bewerten. Aber ja, klassischerweise haben wir eben die Gegenstücke, etwa im Marketing oder in der Netzwerkplanung, wo dann wirklich dieses tiefe Fachwissen vorhanden ist und wo das Interessante dann ist, ob diese Menschen miteinander sprechen können, ob die eine gemeinsame Sprache finden, um eben einerseits die Anforderungen formulieren und verstehen zu können und andererseits dann eine technische Lösung zu finden. Herr Professor Hameling, also schön, dass Sie hier sind. Diese Sprache zu finden, um mit Nicht-InformatikerInnen zu sprechen, um den KI beizubringen, da haben Sie ja schon praktische Erfahrung gesammelt. Also gerade bei uns an der HHU haben Sie jetzt vor 2 Jahren die Vorlesung KI für alle gehalten. Also es ist, wie der Name schon sagt, wirklich für alle Fachbereiche gewesen. Und die wurde eben dieses Semester auch zu einem Online-Lehrangebot an der HHU ausgebaut. Was haben Sie da für Erfahrungen gesammelt? Zunächst mal habe ich gesehen, dass sehr viele Leute interessieren sich für diesen Bereich und gerade auch Leute, die vorher nichts mit Computern im Hut gehabt haben, also Leute, die dann sagen, ja, ich studiere jetzt Philosophie oder ich studiere jetzt Germanistik oder sowas, die dann aber plötzlich merken, ja, da gibt es diesen riesigen Schrank mit Handschriften, die hat noch niemand abgetippt, kann man das nicht auch automatisch machen irgendwie mit einem Computer und dann kommt man da so zu, dass man auch gerne was machen möchte und da ist halt erstmal die Voraussetzung jetzt in der Mathematik oder im Programmieren, die ist praktisch gleich null. Und das muss man dann im Prinzip alles mal nachholen. Man kann am Ende natürlich nicht erwarten, dass das dann am Ende Data Scientists sind, die bei Vodafone in einer Forschungsgruppe oder sowas arbeiten. Aber das sind idealerweise, haben sie nach dem Kurs dann halt verstanden, was ist möglich, was geht und wie mache ich ab jetzt weiter? Also erstmal überhaupt diese Begriffe zu lernen, worüber man redet, was ist Regression, was ist Klassifikation, und so weiter und so fort. Also das ist so das Ziel von so einer Vorlesung, dass man also die Grundlagen lernt, um dann weitere Schritte zu machen. Das hat mir auch gut gefallen an Ihren beiden Vorträgen. Da hat man irgendwie gesehen, dass es also für verschiedene Level halt Angebote gibt. Es gibt halt Leute, die wollen Data Scientist bei Vodafone werden von mir aus. Die müssen natürlich lineare Algebra und die müssen Mathematik mitbringen. Die müssen diese Hard Skills irgendwie können. Dann gibt es aber auch Leute, die wollen das einfach nur mal anwenden und ausprobieren, ohne jetzt grundlagenmäßig neue Methoden zu entwickeln. Die brauchen halt andere Voraussetzungen. Und wieder andere wollen vielleicht einfach nur verstehen, ja, wenn man zur Bank geht und man beantragt einen Kredit, ja, wie wird das denn jetzt entschieden? Wird das, entscheidet das jetzt eine Person oder entscheidet das ein Algorithmus? Und was heißt es, wenn es ein Algorithmus macht? Also da gibt es halt verschiedene Anforderungsprofile und ich finde es wichtig, dass man für diese verschiedenen Level auch Angebote dann hat. Ich glaube, was uns auch so ein bisschen umtrieb bei der Veranstaltung hier, war so ein bisschen, ich glaube, es ist klar, dass wir alle diese Level brauchen, also diesen Data Scientisten, der das im Alltag braucht. Und was eben ja auch anklagen bei Rolf Badeli, so, dass die Leute miteinander sprechen können. Und was ich mich dann frage, wie viele Leute brauchen welches Wissen? Also in welchem Umfang brauchen wir jetzt neue Data Science Studiengänge, die wir sicherlich auch brauchen, aber in welchem Umfang brauchen wir jetzt zum Beispiel, dass alle Studierenden, wenn wir jetzt mal von denen ausgehen, welches Wissen brauchen die? Wenn man zum Beispiel jetzt in der Fachabteilung im Marketing, wo ich eigentlich tätig bin, will ich reden mit Leuten aus der KI-Abteilung oder aus der Data Science-Abteilung. Wie viele Leute müssen das können und wie viele Leute brauchen wir denn insgesamt und welche Programme brauchen wir für die und gibt es die aktuell? Also, weil uns fiel so ein bisschen auch, glaube ich, es gibt viele von diesen kleinen Angeboten, wo man mal so reinschnuppern kann in KI und dann gibt es viele Data Science Studiengänge auch bei uns im Land hier in Schleswig-Holstein, die dann neu aufgesetzt wurden, jetzt auch
Aber es, so dieses Mittendrin, das schien uns so ein bisschen noch zu fehlen. Ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck da ist. Also ich beziehe die Frage jetzt mal auf mich. Ne? Ich weiß es nicht, ob Herr Bardelli... Ja, dann sage ich mal was dazu. Ja, also die ist natürlich schwer zu quantifizieren, wie viele Leute man jetzt genau ausbilden sollte, in welchem Level. Fangen wir mal bei dem Level an, wo es nur um so ein Grundverständnis geht. Jetzt bringe ich mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie gehen in den Supermarkt vor 100 Jahren, ja, und kaufen dann Sachen ein. Dann steht da jemand an der Kasse mit einem Zettel, der schreibt die Zahlen auf und addiert das alles so auf. Und Sie stehen daneben und Sie haben das in der Schule auch gelernt. Sie können das vielleicht nicht so schnell wie der Kassierer da an der Kasse, aber Sie haben das auch schon mal gemacht. Das heißt, Sie vertrauen dann, dass dieses Verfahren, was der anwendet, am Ende die richtige Summe ausspuckt und Sie bezahlen einfach. Wenn Sie jetzt in den Supermarkt gehen, sind die Supermarktkassen relativ modern. Die machen immer piep, piep, piep und da werden automatisiert irgendwelche Zahlen aufaddiert. Wenn Sie jetzt in der Grundschule nicht gelernt haben, dass es im Prinzip irgendwie geht, dass man so Zahlen aufaddieren kann und dass es eigentlich auch ganz einfach ist oder dass Sie noch nie sich vorstellen können, dass so eine Kamera dann Barcode lesen kann oder sowas, dann würden Sie an der Kasse stehen und würden jetzt ja gar nicht vertrauen können, dass das, was da ausgerechnet ist, wirklich das, was Sie wissen, was Sie bezahlen wollen, dann auch wirklich. Das heißt, da ist auch so ein Grundwissen einfach wichtig. Jetzt bezogen auf moderne KI-Methoden, ja, Sie benutzen jeden Tag eine Suchmaschine und wollen irgendwas recherchieren und wissen im Prinzip aber nicht, wie der Algorithmus das macht oder wie der die Ergebnisse sortiert am Ende. Das, denke ich, ist eigentlich fatal. Also da sollte sich eigentlich jeder für interessieren oder jeder sollte sich dessen bewusst sein, dass es da ein Programm hinter ist oder ein Algorithmus, der das irgendwie sortiert und womöglich auch danach sortiert, ob ich in Düsseldorf oder in Köln wohne, kommen andere Resultate raus, wenn ich irgendeinen Kneipennamen eingebe oder sowas. Das heißt, mir scheint, so eine gewisse Grundbildung sollten eigentlich alle Leute haben. Also das würde ich eher sozusagen in der Grundschule ansetzen, so ein Grundwissen über Algorithmen und solche Sachen, wie sowas funktionieren könnte. Für die späteren Sachen, wie viele man jetzt auf diesem Level Data Scientist oder sowas braucht, ist natürlich wieder schwer zu sagen. Das hört sich an wie so eine Frage, ja, wie viele Computer werden wir wohl weltweit mal brauchen, wo dann rauskommt 10 oder sowas vor 70 Jahren. Und das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Also mir scheint, wir sind da gerade explodiert, dass wir überall umgeben sind von diesen Methoden und Maschinen und Ansätzen und Ideen. Das heißt, ich glaube, die Zahl... wird immer weiter wachsen. Also es wird immer mehr wird softwarebasiert sein und letztendlich auch KI-basiert. Das heißt, die Anzahl der Leute, die da gut ausgebildet sind sozusagen, die wird immer weiter wachsen. Da sehe ich erstmal kein Maximum oder so. Das sehe ich gerade mal als kurze Gedankenpause von Ihnen, wo wir wunderbar reinstechen können. Wir haben ungefähr noch 5 bis 6 Minuten und wir haben eine Frage, glaube ich, oder 2 im Chat, die wir gleich zur Aufführung bringen wollen. Eine Frage vielleicht noch vorab, das kam eben von dir, Aljoscha, dieser Gedanke, was differenziert Ihre Kurse von anderen Kursen in der VHS oder die ich sonst wo im Netz finden kann, etc., um mich selbst in diesen Bereichen weiterzubilden? Also ist das Thema Akademia oder der akademische Anteil dann dort höher, das Hintergrundwissen etc.? Also was macht das anders oder gegebenenfalls wertvoller? Bei uns jetzt? Ja, bei Ihnen, bei den Kursen, die Sie uns vorgestellt haben. Genau, dabei beginnend, ja. Also ich würde sagen, also natürlich kann man im akademischen Bereich setzt man jetzt irgendwie mehr Wissen voraus, als jetzt für jemanden, der sich zufällig irgendwie für einen Online-Kurs anmeldet und mal eben reinschnuppern möchte. Und jetzt gerade bei der DoktorandInnen-Ausbildung würde ich sagen, ist es uns auch wichtig, dass die Leute dann tatsächlich die Inhalte auch für ihre Dissertation benutzen können. Also wir sind schon sehr daran interessiert, auch praktische Beispiele zu geben, ein bisschen Unterstützung, auch ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Also wie man, wenn man halt schon ein bisschen Programmiervorkenntnisse hat, wie kann man dann vielleicht die passende Library in Python online finden, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Ich glaube, das ist dann schon sehr viel spezifischer. Und was ich vorhin auch schon gesagt habe, bei uns liegt auf jeden Fall auch ein Schwerpunkt auf der Vernetzung. Also da finde ich, ist auf jeden Fall ein Mehrwert da, wenn die DoktorandInnen vielleicht auch aus ähnlichen Fachbereichen sich dann untereinander vernetzen können, vielleicht gegenseitig helfen können und ihre Erfahrungen austauschen können. Mhm. Vielen Dank. Aljoscha, und sonst? Dann doch die Frage im Chat, das war auch genau zu dem ersten Vortrag, sind es Online- oder Offline-Workshops? Das war hier die Frage. Das sind tatsächlich, also momentan Online-Workshops. Also der Masterstudiengang ist natürlich in Präsenz, also jetzt während Corona natürlich nicht, aber es ist ein normaler Studiengang. Die Blog-Veranstaltungen bei uns sind momentan, finden die noch online statt. Mhm.
Okay, danke. Dann kam noch ein Lob dazu, dass man die Projekte auf der Plattform selber ausstellen kann, weil das für die Studierenden ja nochmal ein zusätzliches Learning sein kann, auch seine Ergebnisse zu präsentieren. Und die Frage, inwieweit kommen da auch Problemstellungen von den Studierenden oder lokalen KMUs oder so, sagen wir mal, von innen und außen da rein oder wird es mehr oder weniger vorgegeben? Genau, also bei dem Einführungskurs ist das so, dass wir das Problem vorgeben. Das ist tatsächlich aber auch ein realer Datensatz von einem regionalen Unternehmen, mit dem wir da zusammenarbeiten. Und bei den weiterführenden Kursen ist das so, dass wir das ist eigentlich eine der Hauptaufgaben bei uns dann als Coaches sozusagen in den Kursen, dass wir die anleiten dazu, erstmal die Projekte selber zu definieren. Das teilweise bringen die Studierenden halt Projekte mit, sei es aus dem Unternehmen, in dem sie tätig sind als Werkstudent oder als wissenschaftliche Mitarbeiter an einem Lehrstuhl tätig sind, wo sie schon Datensätze haben. Dann unterstützen wir sie damit mit NDAs zum Beispiel, wenn da also Datenschutz ein Regelproblem sein sollte, und dann leiten wir sie eben zu diesen selbst ausgewählten Projekten. Also da geben wir nichts vor, sondern die definieren sie selbst, und genau, das ist natürlich auch ein großer Motivationsfaktor. Mhm. Und bevor wir in unsere nächste Pause von einer Viertelstunde übergehen, Herr Bardeli, vielleicht wollen Sie noch mal aus Wirtschaftsperspektive und von Vodafone, gibt es noch einen Gedanken, den Sie noch loswerden wollen, bevor wir auseinandergehen? Genau. Vielleicht ein Gedanke, den ich habe, der zielt in Richtung mathematischer Modellierung. Ja? Modellierung ist ja was man eigentlich in ganz vielen Bereichen irgendwie macht. Mhm. Nicht nur in der Informatik oder in der Mathematik, sondern eben auch in anderen Wissenschaften. Das ist so ein Anknüpfungspunkt, den viele haben. Ne? Wir müssen in irgendeiner Form etwas modellieren und die Güte eines Modells bewerten, die Grenzen eines Modells verstehen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, ein ganz guter Ansatzpunkt, um dann auch KI als Modellbildungsprozess zu verstehen und dann eben auch bewerten zu können, dass solche KI-Modelle Grenzen haben und dass man solche Grenzen ähnlich ausloten und erlernen kann wie bei anderen Modellierungen, und dass man zum Beispiel als Wissenschaftler KI etablieren kann in seinem Labor. Ja? Genauso wie man irgendeine andere Labormethode etabliert, KI auch so ein Werkzeug ist, das man nutzen kann, wo man aber eben auch die Parameter der Methode verstehen und erlernen muss. Und vielleicht eine letzte Frage noch an Sie, Professor Hameling. Ich begreife Sie jetzt mal selbst als lernende Organisation in sich selbst. KI für alle haben Sie angeboten. Wenn Sie Ihr eigenes Learning, und damit meine ich jetzt nicht in Bezug auf Corona, sondern vielleicht einfach so in Bezug auf die letzten 2-3 Jahre, formulieren würden, welches ist das, um wirklich sehr progressiv weiter das Thema KI in Richtung Zukunft in den Hochschulen zu promoten und weiter nach vorne zu bringen? Sie meinen, was ich jetzt gelernt habe, ja, wie man es machen müsste? Ja, nicht, was Sie in Bezug auf KI gelernt haben, sondern in Bezug auf, wie können wir das Thema skalieren, wie können wir es noch wichtiger machen, wie können wir die Netzwerke nutzen, die sich da tummeln etc. Also was ist Ihr eigenes wichtigstes Learning, um zu sagen, ja, wenn wir da weitermachen, dann kriegen wir KI noch viel stärker in die Lehre implantiert? Ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg. Zum einen verschiedene Sachen halt einfach ausprobieren und so wie das die beiden Lightning Talker auch uns schon gezeigt haben, einfach verschiedene Angebote machen und dann schauen, was funktioniert. Das andere ist halt das Vernetzte. Das heißt, gut sind natürlich Kursangebote, die man auch online einfach abrufen kann. Damit hat man halt eine größere Breitenwirkung. Und wenn irgendein Kurs richtig toll ist und der dann irgendwie auf einer Videoplattform landet sozusagen, dann skaliert das ja riesig. Dann können können das ja Schülerinnen und Schüler schon während der Schulzeit mitmachen sozusagen. Also mir scheint, was wichtig ist, dass man das offen macht, also nicht nur im Hörsaal, sondern praktisch idealerweise auch Videoaufzeichnungen von Vorlesungen macht, Material online bereitstellt, sodass dann Leute in ihrem eigenen Rhythmus nach der Arbeit, im Feierabend oder sonst wie sich mit solchen Sachen beschäftigen können. Das kann also genauso spannend sein, wie irgendeine neue Serie zu gucken oder sowas. Informiert man sich halt mal, wie neuronale Netze funktionieren. Das ist halt auch spannend. Ne? Letzte Frage aus dem Chat. Vielen Dank. Ja, mein natürliches Netz funktioniert nicht so gut, aber ihr habt die Frage vielleicht auch gelesen. Die Frage lautet, können Sie die Nachfrage nach solchen Kompetenzen durch fachfremde Studierende auf Basis Ihrer Erfahrungen quantifizieren? Kannst du es nochmal wiederholen? Können Sie die Nachfrage nach sollen Kompetenzen durch fachfremde Studierende auf Basis Ihrer Erfahrungen quantifizieren? Ich freue mich, dass du das auch auf Anhieb nicht so... Sollen Fachfremde, ich frage mich gerade, wie die Syntax des Satzes funktioniert, sollen Fachfremde... Ja, gar nicht. Entschuldigung. Sollen können Sie die Nachfrage nach Kompetenzen
vielleicht soll das Sollen raus, nach Kompetenzen durch fachfremde Studierende auf Basis ihrer Erfahrung quantifizieren. Ich glaube, ohne einmal Sollen. Mit Profis arbeiten, ist das herrlich, Sie's, Andrea. Das war meine KI. Haben Sie es jetzt verstanden? Also fachfremde, oh Gott, es ist ja, ah, solchen. Können Sie die Nachfrage nach solchen Kompetenzen, Medienkompetenzen, nach solchen Kompetenzen durch fachfremde Studierende auf Basis ihrer Erfahrungen quantifizieren? Ich kann ja mal kurz zu KI für alle was sagen. Das ist also, wir haben es irgendwie eine Woche vor Semesterbeginn angekündigt und es sind mal eben so schwupp 150 Leute, die das dann parallel machen. Also sowas ist einfach, ich glaube, wenn man noch mehr Werbung macht, dann explodiert das noch mehr. Und ich glaube, das sieht man ja auch an den Studiengangszahlen, die Frau Grab präsentiert hat. Das ist ja noch, wir sind ja noch im exponentiellen Wachstum in der Bewerberquote. Ne? Das ist also wirklich, das ist halt ein riesiger Bedarf da, das sieht man. Ne? Das ist so. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank an diese spannenden Lightning Talks, GeberInnen und an Sie beide, die Sie den Diskurs rund gemacht haben. Vielen Dank, lieber Aljoscha.